So, nun werden wir noch eine weitere komplexe Beziehung darstellen, nämlich die Ist-Beziehung, also die Möglichkeit, eine Hierarchie von Entity-Typen aufzubauen. Das machen wir mittels der Ist-Beziehung. Wir wollen also darstellen Subklassenbeziehungen, Spezialisierungen. Diese Spezialisierungen haben in aller Regel weniger Entities, weil sie ja nur eine Teilmenge der Oberklasse bilden. Sie haben aber oft zum Beispiel mehr Attribute, weil sie spezialisierter sind, also spezielle Attribute noch hinzugefügt werden sollen. Und sie haben eventuell auch noch mehr Relationships, das heißt, sie gehen noch, diese Subklassen könnten zum Beispiel noch andere Beziehungen eingehen als die Oberklasse. Das sind sozusagen gute Gründe, eine Subklasse zu bilden. Dafür gibt es also reserviert einen besonderen Relationship-Typen, nämlich den Ist-Relationship-Typen. Im Englischen sagt man is a, also ist ein. Das ist so der übliche Ausdruck für die Spezialisierung bei der Modellierung. Wir stellen das dann auch ganz besonders dar, nämlich durch ein Dreieck in dem ER-Diagramm. Und das Dreieck ist also hier oben mit der Superklasse verbunden und hier unten, also mit dem Entity-Typen aus der Superklasse und hier mit dem Entity-Typen aus der Subklasse. Und natürlich können wir auch sozusagen mehrere Spezialisierungen für einen Entity-Typen definieren. Also wir zeigen immer zur Superklasse. Diese Beziehungen sind immer 1:1 Beziehungen. Wir verwenden keine Pfeile, das ist gar nicht nötig. Es gilt nicht referenzielle Integrität, aber diese 1:1 Beziehung gilt sozusagen implizit ohne weitere Notation. Das ist auch natürlich sinnvoll so. Wenn wir eine Spezialisierung haben, dann wollen wir nicht, dass sozusagen eine Subklasse mehrere Superklassen ist. Ja, das macht sozusagen keinen Sinn. Deswegen haben wir hier eine 1:1 Beziehung. Ich habe hier auch gleich noch ein Beispiel vorbereitet. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Ein wichtiger Punkt ist immer noch, dass die Ist-Beziehung oder bei Ist-Beziehung muss die Wurzel-Superklasse, also das, was ganz oben steht, sämtliche Schlüsselattribute enthalten. Wir könnten ja hier auch ganze Baumstrukturen aufbauen und die Schlüsselattribute müssen alle bei ER-Diagramm hier oben liegen. Das heißt also, wir müssen sämtliche Entities identifizieren können mittels der Attribute, die an der obersten Superklasse dranhängen. Wir wollen sie nicht identifizieren mit Attributen, die irgendwo in einer Subklasse sozusagen versteckt sind. So, jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe hier wieder die Filme gewählt. Wir haben ganz normal die Filme, den Film-Entity-Typen mit Länge, Titel, Jahr und Typ als Attribute. Ja? Und nun wollen wir zwei Spezialisierungen vornehmen. Wir wollen also zwei Subklassen bilden. Einmal die Zeichentrickfilme speziell herausheben und einmal die Krimis speziell herausheben. Wenden wir uns jetzt erstmal den Krimis zu. Dort habe ich diese Spezialisierung vorgenommen, weil ich ein zusätzliches Attribut, nämlich die Tatwaffe, die Mordwaffe sozusagen speziell darstellen möchte. Das heißt, ich habe hier ein zusätzliches Attribut für Krimis. Das ist ein Attribut, das nur für Entities vom Typ Krimi gilt und nicht allgemein für Filme. Im Allgemeinen kann ich natürlich auch hier oben, wenn ich möchte, eine Waffe spezifizieren. Nicht? Das ist im Allgemeinen eine Möglichkeit. Dann bräuchte ich diese Spezialisierung gar nicht. Aber der Nachteil ist, dass dann jeder Film ein Waffenattribut hat, wobei doch viele Filme natürlich gar keine Waffe besonders hervorheben müssen. Das heißt, ich würde dieses Attribut immer mitschleppen, aber gar nicht mit Werten befüllen können. Das ist möglich. Ich würde dann sogenannte Nullwerte einfügen, aber es ist auch keine elegante Wahl. Das heißt also, hier können wir, weil wir sagen, es gibt spezielle Attribute, die wir hier modellieren wollen, die nicht für alle Filme gelten, sondern für eine ausgewiesene Teilklasse, wählen wir eben die Krimis. Ein anderer Grund zu spezialisieren, sehen Sie hier bei den Zeichentrickfilmen. In Zeichentrickfilmen spielen ja keine Schauspieler mit, sondern die Schauspieler verleihen den Charakteren Stimmen. Das heißt, wir haben hier eine andere Art Beziehung, nämlich diese Stimmenbeziehung, die Sie hier sehen, die dann mit den Schauspieler-Entity-Typen verbunden ist. Also ein anderer Grund, eine Subklasse zu bilden für Zeichentrickfilme, weil sie eine andere Beziehung eingehen als die Filme im Allgemeinen.
Ein Entity aus, kann aus mehreren Komponenten des Ist-Baums bestehen. Das heißt also, wenn wir sagen, ein Entity ist ein Zeichentrickfilm, dann heißt es nicht, dass er nicht auch gleichzeitig ein Film ist. Das sagt ja auch gerade die Ist-Beziehung. Aber nicht nur das, sondern ein Film kann sozusagen auch zu mehreren Subklassen gehören. Wir haben hier mal ein Beispiel, also Krieg der Sterne, ein Film, der weder Zeichentrickfilm ist, noch ein Krimi ist, hat also seine ganz normalen vier Attribute, Länge, Titel, Jahr und Typ. Cinderella von Disney ist also ein Zeichentrickfilm, der hat dieselben vier Attribute und der hat zusätzlich noch einige Stimmen-Relationships. Ja, daran erkennt man dann auch, dass es ein Zeichentrickfilm ist. Der dritte Mann, ein klassischer Krimi, hat die klassischen vier Attribute und noch zusätzlich das Attribut Waffen, weil er eben zur Krimi-Klasse gehört. Aber jetzt kommt es sozusagen, ein Film wie Roger Rabbit, den die Älteren unter Ihnen vielleicht noch kennen, ist sozusagen ein Zeichentrick-Krimi, wie Sie an dem Bild rechts sehen. Der hat die vier Attribute, zusätzlich das Attribut Waffen und er kann auch noch in Stimmen-Relationships eingehen. Ja, und diese Interpretation dieser Generalisierung, Spezialisierung ist anders als in den klassischen objektorientierten Modellen. Dort sind, also bei der Objektorientierung sind Objekte immer in genau einer Klasse, also entweder genau in der Zeichentrickklasse oder genau in der Krimiklasse. In den ER-Diagrammen ist die Semantik etwas anders. In den ER-Diagrammen sind Entities in allen Subklassen repräsentiert, in die sie hineingehören. Ja. Und ein Film wie Roger Rabbit würde im objektorientierten Modell eine neue Subklasse benötigen, die dann eben Zeichentrick-Krimis heißt, wenn wir denn das so darstellen wollen. Ja? Und in ER ist ein Entity in einer Subklasse auch automatisch in der Superklasse repräsentiert. Also ein Zeichentrickfilm ist auch immer automatisch gleich ein Film. Ja, und ist dort auch entsprechend repräsentiert. Und auch in der Datenbank wird ein zu jedem Zeichentrickfilm, vielleicht haben wir eine separate Tabelle für die Zeichentrickfilme, dann wird ein Zeichentrickfilm auch immer automatisch auch in der Filmrelation nochmal auftauchen mit den vier Filmattributen. Ja? Das ist also eine Besonderheit bei den ER-Diagrammen, mittels der wir eben diese Spezialisierung, Generalisierung darstellen können. Und auch hier, deswegen betone ich das auch separat, muss man besonders darauf achten, wie man denn diese Ist-Beziehungen dann in Relationen umwandelt. Das werden wir dann eben in der Woche 3 etwas genauer betrachten. Aber erst einmal ist es für uns wieder eine weitere Freiheit in der Modellierung, wie wir Beziehungen zwischen verschiedenen Entity-Typen darstellen können.